So, und damit willkommen zurück bei Drakensang. Ihr seht, es geht heiß her. Ja, kurz zusammengefasst, letzte Folge. Wir haben einen Zechpriller aufgedeckt, der war ein Adliger und voll lustig. Dann ist er zurück, hat seine Zeche gezahlt. Wir haben Taschmann vergiftet, dann kam der Magier und hat uns erzählt, dass er voll das Arschloch ist. Und dann hat der Magier die Brücke eingerissen und den Hafen angezündet. Yay! Nein, wirklich, so ungefähr ist es passiert. Wir mussten Taschmann herverfolgen, denn ist er zusammengebrochen, hat uns gestanden, dass er Ardo gekillt hat. Dann hat er uns noch den Schlüssel zu Ardos Zimmer gegeben, den Ardo dabei hatte. Und jetzt will der Magier uns umbringen, weil Ardo einfach nicht genug geheult hat. Also eigentlich gar nicht. Vielleicht hätten wir ihm mal sagen sollen, dass er mindestens 900 Leben und 9000 Mana braucht. Und Flächenzauber auf mindestens 4 Leute, damit er eine reelle Chance hat, uns platt zu bekommen. Schön Bock hinter mir. dahin, dahin, Folgt mir. Edit. Dahin, Lana, voll drauf. Was zaubert denn der kleine Spinner? Ha! Flammenstrahl auf Gladys. Das ist ja lustig. Na klar. Ja. Candidus. 35 Trefferpunkte bei Gladys. Ich versuche mein Bestes. Er ist sicher um Rupun. Attacke gelungen. Nochmal Flammenstrahl auf Gladys. Das heißt, die kippt mir dann um. Andererseits macht er 35 Schadenspunkte und Gladys hat 9. Also, selbst wenn sie jetzt noch einen Punkt dazu bekommt, hat sie nicht genug Leben. Wir müssen den entweder unterbrechen. Ich versuche mal, ihn umzuschubsen. Ich nehme die Sache. Und ansonsten machen wir den Kampf ohne Kill. Ja, er ist umwerfbar. Lass das mal vor. Ich mach das schon. Das bin ich. Ja, das bist du. Da hast du recht, Kleine. Ein Schwert, ein Bock. So einer Waffeltyp. Zauberst gar nicht mehr. Was ist los bei dir? Ach, du willst doch mal sehen, wie der Boden aussieht. Okay. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Kein Problem. Hast immer noch keine Wunde. Folgt mir. Arquart. Also, er hatte offensichtlich insgesamt 3 Zauber. Ist damit jetzt durch. Und immer noch keine Wunde. Er dürfte also wohl immun sein. Alles klar. Ja, klar, dann mach nochmal, ne? Vorgrim versuche ich nochmal wegzuschubsen, damit er sich heilen kann. Aber mal spätestens, wenn dieser Zauber abgelaufen ist, 3 Sekunden, hat der werte Magier ein echtes Problem. Ach, Kletis, du hast ja auch noch Energie. Ja, gib mir noch um. Was sagt der Kampf dazu? Yep. Die fällt hin. Das Ganze hätte man jetzt natürlich mit dem Heiltrank abwenden können. Und ich darf ihn nicht mehr looten. Verdammt! Was für ein Ärger! Kein Loot für mich. Schade, schade, schade. Solana erreicht Stufe 13. Volga des Taschmann ist auch nicht plünderbar. Nee. Ja, okay, gehen wir. Er hat zwar eigentlich die Brücke hinter sich kaputt gemacht, aber. Endlich wissen wir, wer hinter allem steckt. Dafür wird die alte Nicebeck bezahlen. Ulvina Nicebeck ist nicht zu unterschätzen. Wir sollten uns gut rüsten, bevor wir sie in ihrem Konto zur Rede stellen. Hier also schließt sich der Kreis. Bei Rondra, worauf warten wir noch? Auf in den Kampf!
glaube, wenn man den anderen Weg genommen hätte, hätte es das gleiche Ende. Weg nach. Wir sind im geschlossen oder? Ne, im offenen Questbuch. Offenes Questbuch. Ich muss Ulvine Niceback stellen. Sie hat sich im Kontor verkrochen. Doch das wird ihr jetzt nicht mehr nutzen. Wo wir gerade beim Verkriechen sind. Zwei unidentifizierte Fallen. Ich finde das auch ein sehr schönes Symbol. Falle unidentifiziert. Identifizieren. Magiekunde ist nicht hoch genug dafür. Das finde ich schade. Arquatus. Ja, das könntest du dich wieder hochholen. Wir haben noch was vor. Lock ist das Richtige. Geschlossen. Handvoll Dukaten. Ist besiegt. Ulvine, okay. Ja. Gut. Ich bin zwar eigentlich nicht für das Konzept der Rache, aber für das Konzept der EP. Und da in diesem Fall die Racheanstrengungen nicht gegen die Erfahrung stehen, also ich mache, auch wenn ich jemanden töte, dem ich eigentlich nur rächen möchte, EP. Tretet näher! Schaut euch in dem reichen Sortiment des Handelshauses nach. Ja, er hat jetzt wieder gar nichts mehr zu verkaufen. Das finde ich sehr nett von ihm. Weil vor der Quest habe ich noch rumgeguckt und je mehr mich das Handelshaus mochte, je mehr hat es im Angebot gehabt, beziehungsweise je weniger das andere. Wo muss ich jetzt hin? Lagerhaus Niesbeck, da muss ich eigentlich hin. Da ist eine zwielichtige Person zum Handeln, aber die hat nichts groß Interessantes. Hier geht's nur raus. Tja. Die Wagen sind wieder dicht. Da kann ich also nicht weiter. Und hier hat irgendjemand neue Fässer aufgesucht. Ja, ja, rostige Nägel. Stimmt, das habe ich unterwegs auch gemacht. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen, was unser Inventar angeht. Wir haben 22 Heldenfrühstücke. Das ist ja schon mal etwas. 22 mal Heldenfrühstück. Das war das, wo ich mich am Anfang so drüber gefreut hatte, wegen 2 Minuten 5 Ausdauer. Das mag zwar wenig klingen, weil einstellige Beträge und so, aber wir haben insgesamt nur, sagen wir mal, selbst bei Vorgrim 50 Ausdauer. Ja, bei allen anderen bedeutend weniger. Und ja, hier sind das ein Neuntel mehr. Bei Rulana ist schon, sagen wir auch ein Neuntel. Bei Tippi ein Achtel und bei Gladys ein Siebtel mehr. Ja. Also das lässt sich sogar schon fast in Prozenten ausdrücken. Es ist bei allen mehr als 10%. Finde ich okay. Also, wenn ich jetzt denke, andere Spiele, finde mal Barfoot, dass so 10-15% mehr zu irgendetwas macht. Wer blockiert den Weg? Ja, dann muss ich wohl von der Stadtwache da eine Räumung anordnen. Und das läuft natürlich über die Grafenstadt. Ja, also,
Ich habe ja die ganze Zeit den Auftrag mit einer Handvoll Dukaten von dieser Frau gehabt. Und ja. Die wird mir dann jetzt wahrscheinlich sagen, wenn ich sage, Frau Niesbeck wurde ein Mord nachgewiesen, dann darf ich da wohl auch mal die Stadtwache nachbemühen. Dieser Störebrandhändler hat mir gar nichts mehr angeboten. Herzlich willkommen. Schaut euch ruhig in. Jetzt hat er wieder alles. Gehen wir mal durch. Uninteressant, uninteressant, langweilig, hab ich schon, brauche ich nicht, hab ich schon, danke. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. Also, wir haben ja quasi säckeweise Edelsteinsplitter gefunden und Diamantenpulver, als wir die Ogre plattgehauen haben. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt groß daraus schmieden sollte. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe mich ja auch schon mit den Alchemie-Rezepten beschäftigt. War auch schon auf der Wiki-Seite. Ich kann ja mal kurz einen Ausflug in die Alchemie machen. Das ist so gut wie alles. Wir können hierzu noch Olginsud und die nicht vorhandenen Sachen, wie zum Beispiel großer Ausdauertrank, großer Heiltrank, großer Mana-Trank, also großer Zaubertrank, Kraft, Konstitution, Wille. Und dann ist das quasi auch alles, was es so an Tränken gibt. Es kann sein, dass ich noch ein paar vergessen habe, aber das ist dann halt alles. Also ich finde das mit den Kräutersammeln echt cool. Das ist eine super Aktion. Ich bin auch froh, dass es, sagen wir, verhältnismäßig viele Tränke gibt. Ja, Charisma-Elixier wird man hier nicht brauchen in dem Spiel. Das gibt das Levelsystem einfach nicht her. Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht. Ihr habt es geschafft. Was gibt es über das Haus Störebrand? Okay. Sie ist immer noch nicht zufrieden damit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es weitergehen soll. Wir können ja mal mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, in unserem Anwesen nachsehen. Das wäre jetzt noch das Letzte, was wir tun könnten. So direkt. Kopf des Herzelwurms. Ich versuche mal. Ados Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu Ados Arbeitszimmer. Ich weiß sonst nicht, wie es weitergehen soll mit der Quest. Also, ganz ehrlich. Nee, weiß ich nicht. Die Wagen sind wieder vor der Tür. Vielleicht müssen wir Beweise aus dem Arbeitszimmer holen. Keine Ahnung. Also, es wurde ja auch gesagt hier von den Charakteren nebenbei, wir müssen uns erstmal vernünftig ausrüsten. Gut. Es wurde von Gladys gesagt. Vorgrim sagt, sie steckt dahinter, lass uns den Kontor stürmen. Und Rolan hat gesagt, keine Zeit verschwenden, rein da. Da der jetzt aber zu hat, ist das so eine Sache. Ich finde es aber auch interessant, dass es die Frau einfach so überhaupt nicht interessiert hat. Gräfin, was auch immer. Das war ihr mal scheißegal. Wollten wir nicht die Geheimnisse des Thesis-Kristalls ergründen? Ja. Nottel, Rottel. Ja, jetzt mal, hier kommt der durcheinander mit.
Was mache ich nur ohne dich? Aber wann? Wann werden wir sie in den Händen halten? Wiederkommen, Meister? Ja, die beiden sind jetzt auch hier. Schön, dass wir das mal gesehen haben. Questgegenstand, Ardos-Schlüssel abgegeben. Gerling. Ardos Tor. Niesbeck, Schwarzaugentaschmann. Das ist gut. Stimmt, da die Schwarzaugen damit zu tun haben, könnte es theoretisch sein, dass wir nochmal in Fuhrmannsheim gucken können. Mit Ardo zur Tat geschritten. 80 Dukaten und Ardos Familienschwert ist eindeutig eine Sache für Dippy. Lasern. Von dem Reisen, Beliebtheit, neugierige Leserschaft, Korsch, Eberstamm, Spross, Korschreifürsten. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas zur Sache tut. Aber schön, dass wir 80 Dukaten gefunden haben. Wir haben damit die magische Tausendergrenze überschritten. Ich blätter das langsam durch, weil falls ihr das noch nicht gelesen habt, falls wir das noch nicht gefunden hatten, könnt ihr das jetzt gerne lesen und immer pausieren. Ich werde mir nicht die Mühe machen, das vorzulesen. So. Gut. Dann war das das. War das Ardos Truhe jetzt wirklich fest? Und es in diesem Raum nichts anderes gibt. Aber schöner Raum. Doch, schick, hat was. Ja, jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder drei. Entweder müssen wir noch nach Fuhrmannsheim, um da ihren zweiten Handlanger auszuschalten. Oder durch das Abgeben des Questgegenstands hat sich jetzt die Quest soweit getriggert, dass sich die Wagen wieder zur Seite geschoben haben und durch können. Oder aber, die Quest ist verbuggt. Mir fällt sogar noch eine vierte Möglichkeit ein. Es könnte theoretisch auch möglich sein, dass wir das Ganze erst machen dürfen, wenn wir zurückkommen von Brensheim. Das wäre natürlich besonders unschön, weil ich dann in dem Fall erstmal alles andere ausprobieren würde. Dann auf verbuggt zu tippen. So. Wir haben schon wieder die 20 Minuten angeblich rum. Deswegen werde ich jetzt die Quest nicht mehr so großartig weiterführen können, aber wir können gucken, was der Keller macht. Und was Ardos Familienschwert sagt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Oh! Also, da hat er aber ordentlich gebuddelt. Ja, sehr gesprächig, das Tier. Betrachten. 12. 11, 2, 1, 4, 5. 11, 4, 1, 4, 4. Das ist natürlich heftig. Hat eine doppelt so hohe Steigerung und Standardangriff. Also 1W5, 1W4. Vom Grundwert her. Wir haben Körperkraft 15, deswegen 1W5. Das hat sowieso schon 1W5 und durch unsere Körperkraft wird es 1W7 werden. Und es hat plus 2 auf Angriff und unseres hat plus 0 auf Angriff. Das würde komplett dieses Schild ausgleichen.
Das ist schon mal heftig. Also, ne, 15 Attack ist eine Ansage. Und 7 Grundschaden, also 1W, ein sechsseitiger Würfel plus 7, ist auch eine ordentliche Hausnummer. Warum ist hier eine Tür? Hat der Wühlschrat hier eine Tür ausgebuddelt, oder? Keller? Tor? Ein Hawaii-Hemd, eine Wundertüte und ein falscher Bart. Was ist denn hier kaputt? Bonneuver? Ein wunderschönes Relikt von den Zyklopeninseln. Aloha. Und falscher Bart. Vorgrims Ex-Bart. jeder kriegt eine. Alles klar. Aber die werden wir auch erst im nächsten Part anprobieren. Wo sind wir hier? Ah, du bist anwesend. Ja. Das ist aber mal ein krasses Anwesen dann. Was hat der hier in den Riesenfässern? Gut, also das ist ja eindeutig die 50 Dukaten wert gewesen. So, ich sag dann mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Quest wird dann irgendwie weitergehen. Tschüss.